mich noch nicht kennen, ich bin Salavomidi, Head of Markets hier bei IG, für den Research und Trading-Analysen, Strategien zuständig. Ja, und bevor wir loslegen, auch nochmal der Risikohinweis. Ganz klar, lesen Sie sich den gerne nochmal in Ruhe durch. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, wenn Sie später nochmal in Ruhe sich das nochmal angucken wollen, bei den großen Jahresausblick da nochmal in Ruhe da durchzublättern, dann schauen Sie das auch gerne nochmal durch. Den Risikohinweis bitte auch nochmal anschauen. Und der Vortrag hat natürlich nichts mit einer Empfehlung zu tun, sondern wir geben hier nur interessante Inhalte preis, die Ihnen Inspiration für Ihr Trading geben können. Gut, ich starte mal ganz kurz los, bevor ich das Wort dann auch natürlich an André gebe und wir mal wirklich in den großen Jahresausblick gehen. Ich mache hier eine kurze Zusammenfassung, die ich jedes Jahr immer gerne mache. Das ist das sogenannte Wall Street Quadrupel. Ich habe vier Indikatoren statistisch, die auch bekannt sind, mit denen ich so ein bisschen am Anfang des Jahres schaue, ja, wie kann es im weiteren Jahresverlauf weitergehen? Eher eine bullische, bärische Tendenz. Das muss zwangsläufig nicht mit nur diesen vier Indikatoren erklärt werden, aber oder der Erklärungsgehalt war relativ groß. Statistisch gesehen in einem sehr langen Zeitraum an den US-Märkten. Weihnachtsrallye, man sagt dann in den USA, der Weihnachtsmann enttäuscht die Börse nie. Das ist fast immer so, aber in diesem Jahr nicht so gewesen. Die letzten 5 Handelstage und die ersten 2 bilden die Weihnachtsrallye und die war im S&P 500 negativ, -1%. Schon sehr lange her, dass es nicht der Fall war. Dann haben wir den 5-Tage-Effekt, die ersten 5 Tage, so das Jahr, ja, vermeintlich. Und in diesem Jahr war es absolut nicht der Fall. Leicht im Minus, S&P 500 minus 0,13%, würde schon mal bedeuten, 2 von diesen Effekten sind negativ. Das ist durchaus eine leichte pessimistische Haltung am Anfang der ersten Woche eigentlich im Markt gewesen. Allerdings müssen wir hier auch nochmal die Januar-Performance im Blick haben. Die zeigt nämlich gerade aktuell einen sehr starken, positiven Renditeanstieg, fast ja 3%. Wir haben da kräftig nochmal zugewonnen, habt ihr sicherlich gesehen in den letzten Tagen oder seit ja, Mitte des Monats. Und wir sehen ganz oft historisch, wenn diese ersten 2 Faktoren negativ waren, aber der Januar alles rausreißt und wir sind ja noch in einem US-Börsenwahljahr, wird André sicherlich auch noch was zu sagen, dann kann das durchaus nochmal wiederum anders aussehen. Und jetzt sehen wir, wie gesagt, dass diese Euphorie sich im Markt weiter durchgibt. Es sind weitere Faktoren, die durchaus das noch im weiteren Verlauf bestätigen können. Wichtig für mich immer, aber egal, auch wenn wir so eine starke Euphorie jetzt wieder bekommen haben, das Dezember-Tief, ja, im ersten Quartal, das darf nicht nach unten hin durchstritten werden. Das ist nämlich ein sehr starker Indikator gewesen, auch unabhängig von den anderen 3. Sondern wir im ersten Quartal das Dezember-Tief nach unten hin preisgeben, S&P 500, dass das durchaus einen schwachen Start und gar schwaches Jahr zur Folge hatte. Gut, André, das kurz mal zu meinem Quadrupel. Gerne auch in der Chat-Funktion oder die Chat-Funktion nutzen. Hierzu gerne mal was fragen. Aber wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, durchweg durch das Webinar gerne hier reinbringen. Wir werden am Ende euch auch noch mal die Frage Zeit geben, hier ein paar Fragen noch mal konkret dann zu beantworten. Ansonsten, wir laufen nicht weg. André, das Wort an dich. Ja, Salah, sehr spannend, dein Quadrupel. Und wie du sagst, es ist ein Jahr der Divergenzen, wo die Signale noch nicht ganz so eindeutig sind. Letztes Jahr war ja der Jahresstart deutlich besser. Da war die Weihnachtsmann-Rallye im Plus, da waren die 5 Tage im Plus. Da war der S&P das ganze Jahr im Plus und das Dezember-Tief wurde eben auch nicht unterschritten. Da haben wir ja noch 2 Monate vor uns und Februar und März sind ja nicht besonders gute Börsenmonate, zumindest wenn man sich das rein statistisch mal anschaut. Ich habe ein paar Folien mitgebracht und der Salah ist natürlich auch ein absoluter Marktexperte, uns vereint, dass wir uns beide auch sehr gerne Markteffekte angucken. Deswegen werden wir da auch gleich in den Dialog gehen. Wir haben uns aber gedacht, um das zumindest ein bisschen vorab noch in eine richtige Richtung zu bewegen und das eine oder andere auch fundamental zu besprechen, also nicht nur über Kapitalmarktanomalien zu reden, würde ich noch 2, 3 Folien präsentieren. Ihr habt das Fragenfenster ja auch schon gefunden. Nutzt das gerne. Salah und ich stehen euch auch mit Rat und Tat, so gut wir das können, zur Seite. Wir wollen es heute auch nicht zu lange machen. So eine Stunde ist unsere Zielzeit. Wollen natürlich auch noch auf Fragen eingehen, wenn es denn Fragen gibt, und wir werden das auch im Nachgang als Aufzeichnung bereitstellen, wenn technisch alles funktioniert. So, lieber Saal, ich würde immer so 3, 4 Folien machen, und dann würde mich natürlich auch brennend deine Meinung als Marktexperte von IG brennend interessieren. Vielleicht können wir uns ja auch mal den ein oder anderen Chart dann angucken, denn wie gesagt, es ist momentan für mich ein Jahresstart der Widersprüche. Wir haben starke Divergenzen auf der technischen Seite, und da hast du ja auch im November den richtigen Call gemacht mit neues All-Time-High im DAX. Da war ich nicht so optimistisch.
Das ist aber klar gesagt, Min-Jung, die Technik ist klar, wir sehen ein neues Allzeithoch und der DAX hat es geschafft mit 17.000 Punkten, da stehen wir aktuell, hat sich ja sehr gut entwickelt und trotzdem muss ich sagen, fundamental ist das Bild nicht besonders klar, auch die Earnings, da werde ich gleich einige spannende Zahlen zeigen, sind nicht so gut. Wir haben jetzt heute wieder eine große Insolvenz in Deutschland mit dem KaDeWe, also es passt irgendwie nicht so zusammen, aber am Ende die Kurse haben recht, deswegen probieren wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und deswegen auch heute, glaube ich, ein guter Start hier mit dem Jahresausblick. Auch bei mir gilt der Haftungsausschluss und Risikohinweis. Alles, was wir besprechen, ist eben eine Inspiration und sollte jetzt nicht unbedingt als Anlageberatung fehlverstanden werden. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht und das wollen wir nicht. Vielleicht ganz kurz den Investmentprozess klassifiziert. Im Kern stehen die Strategien, was Salah ja auch sehr mag, mit den Kapitalmarktanomalien. Zum Beispiel der erste Börsentag, lieber Salah, da weiß ich auch, dass du ein tolles Research gemacht bei IG. Der erste Börsentag ist immer besonders gut im Monat. Mal schauen, ob es im Februar dann auch nach oben geht. Ist ja auch eine sehr spannende Woche jetzt mit den Earnings, die wir haben, mit der Fed am Mittwoch, mit den Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und was ich mir mal anschaue, neben den Strategien, und das werden wir heute machen, hauptsächlich bei meinem Vortrag in der fundamentalen Analyse, sind eben so die verschiedenen Satelliten sich anzuschauen. Fundamentales, technisches, Saisonalität, da habe ich auch einen sehr spannenden Chart dabei, Stichwort Wahljahre, du hast es schon genannt, und Sentiment, aber auch die Intermarket-Analyse. Und ich will mal, Salah, mit drei Fakten einsteigen, drei Fakten, die jetzt sehr struktureller Natur sind, die aber sehr interessant sind. Denn Märkte, und das habe ich im Fondsmanagement ja wirklich stark erlebt, und ich habe ja über 10 Jahre Fonds aktiv gemanagt im Milliardenbereich. Märkte brauchen vor allen Dingen eins, Liquidität und neues, frisches Kapital. Und das bekommen die Aktien momentan. Insbesondere die Zuflüsse bei Technologie ist nach wie vor sehr hoch. Aber viele andere Marktsegmente, die eben nicht so leicht investierbar sind, bekommen das nicht. Und da habe ich drei Folien mitgebracht. Würde mich deine Meinung auch gleich mal interessieren, Salah, wo ich halt gut ablesen kann, wie gesund denn eben ein Markt ist. Und das Erste, was ich mir anschaue, ist Venture Capital Deals, also Wagniskapitalgeber, sozusagen das Höhle der Löwen, nur in groß, also in den USA. Und da sieht man schön, dass 2021, 22 hier diese Venture Capital Deals ihren maximalen Deal Value erreicht haben. Also, dass da quasi der Höchststand erreicht war und dann mit steigenden Zinsen. Und das wird für mich auch das wichtigste Thema sein in 2024. Wie geht es mit den Zinsen weiter? Was macht die Inflation? Und vor allen Dingen gibt es Kreditausfälle. Wir haben ja heute auch die Pleite von Evergrande quasi besiegelt, die ja schon lange auch mehr oder weniger klar war. Aber jetzt sind einfach nochmal 300 Milliarden weg, was natürlich auch den Immobilienmarkt in China ganz schön durcheinander bringt. Und da sehen wir eben zum Beispiel hier mal ganz klar, diese Venture Capital Deals, also Wagniskapitalgeber, haben sich in Kapital zurückgezogen oder auch wenn wir uns das Thema IPOs anschauen, also Neuemissionen, auch da das Dealvolumen nochmal gezeigt und 21 war eben der absolute Peak, 22 war schlechter, was ja auch ein schlechtes Börsenjahr war und selbst 23 mit steigenden Aktienkursen gab es nur relativ wenige IPOs, also nur wenig neue Unternehmen, die an die Börse gekommen sind. Und das sieht man auch in der Performance hier kurz dargestellt, der S&P als Index versus eben IPOs. Und da sieht man eben auch in weiß, IPOs haben zwar eine schöne Outperformance gemacht, also neu an die Börse gebrachte Aktien 2020 und 2021, haben dann aber auch 2022 und 2023 eben nicht mehr den Markt geschlagen und auch die M&A-Transaktionen sind eben hier rückläufig. Und das sind so fundamentale Dinge. Ich würde die Folien hier mal ganz kurz anhalten und in den Dialog mit dir einsteigen, Salah. Das sind ja Dinge, die du ja als Marktanalyst auch anguckst. Das bestimmt natürlich nicht den Tageschart, den man ja auch traden kann oder den 15-Minuten-Chart. Aber generell habe ich doch mal in der Uni gelernt, es ist doch eigentlich gut, wenn IPOs gut laufen, wenn eben neues Kapital in die Märkte kommt und wenn es auch Firmenübernahmen gibt. All das alles fällt aus und trotzdem steigen die Aktien. Ist da nicht eine gewisse Divergenz zu erkennen? Ja, definitiv ist da schon mal eine Divergenz zu erkennen. Aber du hast es auch gerade gezeigt, die sind ja jetzt auch mittlerweile rückläufig geworden. Wir haben noch vor ein paar Jahren von SPACs geredet. Oh, wow, ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, ein Startup, reihte sich nach dem anderen an der Wall Street und es wäre jetzt die Möglichkeit oder die beste Möglichkeit, diese Renditen zu generieren. Du siehst, davon spricht auch fast keiner mehr. Ja, der Hype ist auch weg. Das liegt natürlich auch an den Finanzierungsbedingungen, die jetzt aktuell anstehen. Und wir werden gleich auch darüber sprechen. Klar, du siehst, das Geld fließt da etwas ab, aber die Frage werden wir gleich im weiteren Verlauf auch nochmal beantworten. Wohin fließt das Geld denn dann, wenn es doch dann nicht in IPOs oder in andere ja, Wege in diesem Bereich, Venture Capital Bereich, dann nimmt? Eins ist klar, Zinsen sind gestiegen. Ob sie fallen jetzt und wie schnell sie fallen, werden wir jetzt im weiteren Jahresverlauf natürlich mit Indikationen sehen. Aber eins ist klar, auf 0% werden sie nicht fallen. Und wir haben das Thema Inflation, was
mehrere Antriebsfaktoren haben kann. Einer ist jetzt noch hinzugekommen, das sind geopolitische Risiken. Das andere ist aber nicht weg. Ja, wie du sagst, es ist ein Jahr der Divergenzen und wie gesagt, mich macht es schon ein bisschen, ja, ängstlich will ich nicht sagen, aber es schreckt mich ein bisschen auf, dass eben diese klassischen Kapitalmärkte nicht funktionieren. Du hast aber die entscheidende Frage schon gestellt, wo fließt das Geld dann hin? Und das ist klar zu beantworten. Momentan fließt es in die großen Technologieaktien, die nach wie vor alles andere dominieren. Passend dazu habe ich den Chart hier mal mitgebracht, wieder eine Divergenz und zwar diesmal zwischen den Aktienkursen und den Gewinnen. Was wir hier sehen, ist tagesaktuell von Freitag der S&P 500 in weiß. Und dagegen sehen wir einfach mal die Earnings Revisions, also die insgesamten Ergebnisse, die die 500 Unternehmen aus dem S&P machen, absolut. Und da sehen wir eben eine sehr schöne Schere, die auf der einen Seite aufgeht. Gewinne gehen hier unten quasi runter, wurden auch nochmal stark nach unten revidiert und dagegen steigen die Aktienkurse. Auch das habe ich im Studium mal anders gelernt. Normalerweise sollten ja erst die Gewinne kommen und dann die Kurse steigen, weil man ja nicht nur Erwartungen handelt, sondern natürlich auch ein bisschen quasi dann mal wissen will, ob das Unternehmen wirklich gut performt. Fakt ist, momentan ist extrem viel Erwartung eingepreist. Und passend dazu, also wenn ich mir die aktuelle Berichtssaison angucke, und wie gesagt, diese Woche ist ja auch ein Highlight. Wir haben jetzt 5 große Technologieunternehmen, die reporten, also konkret Microsoft und Alphabet am Dienstag und Amazon, Meta und Apple am Donnerstag. Und alleine diese 5 Werte plus Nvidia haben ein Gewinnwachstum zum letzten Jahr von über 53%. Also die Analysten erwarten 53% Gewinnsteigerung, während die anderen 494 Aktien im S&P einen durchschnittlichen Gewinnrückgang von 10% haben. Also merkt man schon, das ist eine klare Divergenz, die wir haben. Und das ist eben die Frage, wo fließt das Geld hin? Es konzentriert sich gerade in sehr wenige Aktien. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt auf Dauer gut, denn immer weniger Aktien schaffen es, neue All-Time-Highs zu machen. Aber die, die es schaffen, das sind eben die Marktaktien mit einer so großen Marktkapitalisierung, die vielleicht den Markt auch treiben. Und das ist eben auch vielleicht vom Risiko her ein Stück weit gefährlicher in diesem Jahr an den Märkten zu sein. Und eine weitere Divergenz, die ich hier gefunden habe, die ich mitgebracht habe, sind die Anzahl der offenen Stellen. Auch da sehen wir diese Woche ja noch Zahlen vom Arbeitsmarkt, die JOLTS. Und da sehen wir eben auch, der Aktienmarkt indexiert auf 100, der ist ja auf ein neues Hoch fast gestiegen oder jetzt mit aktuellen Zahlen sogar per vor 2 Wochen hochgekommen, während eben die Zahl der offenen Stellen auch nach unten geht. Das heißt also, wenige Aktien treiben den Markt. Was ich mich dann immer nur frage, auch wenn ich den Blick auf die Bewertungen mal setze, die ja doch relativ hoch sind. Wie lange kann das anhalten? Also hier auch, wenn man sich die Gewinnmargen anguckt, Tesla ist ja auch so ein Beispiel, der Magnificent Seven, wie es mal runtergehen kann. Wie lange kann der Markt sich von Gewinn abkoppeln? Und Sala, was ist so deine Erfahrung? Also wenn ich hier zum Beispiel mal sehe, das sind die durchschnittlichen Gewinne, Margins und die Share Buybacks aus den letzten 22 Jahren. Da haben die Aktien im Durchschnitt 7,5% Gewinnwachstum gehabt. Das ist okay, das ist das langfristige Mittel, was auch Aktienmärkte zulegen. Aber im Jahr 23, wo der S&P ja 24% gewonnen hat, hat der Aktienmarkt gerade mal Earnings Growth gehabt von 0,4%. Also wir haben die Aktien quasi im Ergebnis beim S&P 500 quasi gar nicht im Wachsen gehabt. Das sehen wir hier. Aber es ist eben viel eingepreist für 23, für 24 und 25. Aber wo kommt das Wachstum her? Und können die Unternehmen tatsächlich so stark wachsen? Oder anders gesagt, können die Kurse einfach auch steigen ohne steigende Ergebnisse? Das macht für mich irgendwie wenig Sinn. Ich habe immer erwartet, dass Aktienkurse dann steigen, wenn die Ergebnisse von den Unternehmen auch besser sind. Ja, und da kommt die reinen Zahlenwerke jetzt richtig ins Spiel. Und du hast es gesagt, eine Handvoll Unternehmen trägt ja dieses Wachstum. Und jetzt auch mal gar nicht so unrealistisch. Eine Apple ist so groß, dass sie auch im Zuge der künstlichen Intelligenz und anderen Faktoren durchaus hier schnell auch Vorteile rausziehen kann und noch mal weiter wachsen kann. Aber wenn ich mir den Russell 2000 anschaue, wie viele Unternehmen haben da so starke Möglichkeiten, in verschiedene Sektoren reinzutreten, eine große Kriegskasse zu haben, Übernahmen zu machen, egal in welchem Zeitraum, um dann wirklich dieses weitere Wachstum zu erreichen. Und das sehen wir ja in der großen Mehrheit, ist da eine erhebliche Divergenz, wenn wir die Frage stellen, Wachstum und woher das Wachstum kommen soll. Ja, guter Punkt und vor allen Dingen auch, wie stark ein Index konzentriert ist. Wir haben Anfang dieses Jahres ein spannendes Faktum gesehen, dass jetzt mehr Geld in passiven ETFs investiert wird als in aktiven Fonds, was natürlich auch zu dieser Konzentration beiträgt, denn jeden Euro, den du jetzt in einen ETF im S&P 500 oder in den Nasdaq investierst, der wird eben auch in die großen Aktien reingebracht. Microsoft ist ja mittlerweile größer als die Apple. Beide Aktien sind knapp 3.000 Milliarden US-Dollar schwer, also doppelt so viel wie der DAX am Marktkapitalisierung. Und das kann irgendwann auch ungesund werden, denn wenn hier die Erwartungen mal rausgehen, und da wird eben diese Woche auch entscheidend werden, dann ja, bin ich echt gespannt, ob die Aktien dann auch
gegen den Trend liefern. Und wir haben das ja gesehen bei Meta zum Beispiel, Ende 2021, Anfang 2022 mit schlechten Zahlen hat die Aktie ja auch dann mal schnell 50% verloren oder Tesla seit Jahresstart jetzt auch noch nicht so der Bringer. Schauen wir uns das mal hier an, wenn wir jetzt wirklich mal nur die 10 größten Aktien uns anschauen im S&P 500 versus die restlichen 490 Aktien, dann sehen wir eben hier unten quasi die Aktien, die eben nicht so extrem bekannt sind, die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, die eben auch jetzt Gewinnprobleme hatten, Intel zum Beispiel, die jetzt ja auch berichtet hat und ein kleines Unternehmen ist. Wir haben den S&P mit 24% Jahresrendite, deutlich mehr als das Earnings Growth bei 0%. Und dann haben wir eben hier die größeren 10 Aktien mit 62% Rendite. Ich glaube, da wurde schon eine Menge Erwartung eingepreist. Und wie gesagt, wenn die Analysten eben sagen, die 6 größten Aktien werden jetzt die Gewinne um mehr als 53,7% steigern, mal schauen. Fakt ist aber auch, die großen 10 Aktien haben mittlerweile knapp ein Drittel vom Index in der Marktgewichtung. Sie haben aber nur 23% von den Gesamt-Earnings. Das darf man auch nicht vergessen. Trotz der Marktkapitalisierung sind eben hier die Earnings, die tatsächlich im Index passieren, auch sehr gering. Und deswegen ist, glaube ich, für den Jahresausblick 24 auch von ganz entscheidender Bedeutung, wie stark die Unternehmen hier weiter überperformen können. Und ob diese Monopolisierung des Kapitals wirklich langfristig auch dazu geeignet ist, immer wieder weitere Gewinne zu machen. Denn wenn es einer Konjunktur schlecht geht, und das ist eben auch eine wichtige Frage, wie wird das Wachstum 24 werden, dann bleiben eben die Apple-iPhone-Käufer aus, dann bleiben die Tesla-Käufer aus, dann bleiben eben die Werbeanzeigen bei Alphabet oder bei Meta aus. Und dann ist es eben die Frage, ob uns hier ein technisches Monopol reicht, um eben weiter solche unendlich großen Gewinne zu schreiben oder ob dann vielleicht eine ähnliche Situation kommt wie 99, 2000, wo ja auch eine Euphorie aus dem Technologiebereich damals mit dem Internet ein jähes Ende gefunden hat. Ja, viele Unternehmen von damals, die gibt es heute noch, aber ja, es gibt dann eben auch andere Bewertungen. Und Fakt ist, der Markt ist für mich teuer. Das zeigt die fundamentale Bewertung, aber auf der anderen Seite, die technische Analyse spricht natürlich hier mit den Ausbrüchen auch, und das haben wir ja auch im relativen Chart gesehen, für weiter steigende Kurse. Also hier nochmal die Indexkonzentration dargestellt. Bis ins letzte Quartal rein waren dann auch die Magnificent Seven nicht die einzigen Aktien, die gestiegen sind. Hier zum Jahresstart im Januar sind es eben doch wieder eher die Technologieaktien, die Geld anziehen und die eben auch für Kurssteigerungen sorgen. Und das ist halt die Frage am Ende vom Tag, wie nachhaltig das ist. Denn man darf auch nicht vergessen, wenn ich mir die CFTC-Daten angucke oder hier mal die Bewertungen von den Analysten bei Bloomberg, keiner traut sich, gegen die großen Technologieaktien zu wetten. Auch bei Bloomberg TV, keiner sagt, ich traue mich jetzt Apple oder Microsoft oder Amazon short zu gehen. Und ich weiß nicht, ihr habt ja auch eine gute Flow-Analyse, die ihr bei euch macht. Da auch über IG eine sehr gute Plattform. Man kann ja auch all diese großen Aktien bei euch wunderbar handeln, lieber Salla. Seht ihr da den Flow? Ist der eher einseitig long in diesen Technologieaktien oder gibt es auch mal den einen oder anderen privaten Trader, der vielleicht sagt, wie bei einer Tesla, jetzt ist die Aktie entzaubert und jetzt kann es auch mal weiter nach unten gehen? Ja, also bei IG hast du ja eher als Kunde die Möglichkeit, dir das IG-Kundensentiment anzuschauen für die Aktien, für sämtliche Aktien. Und dann siehst du eigentlich auch die Positionierung, die in der Regel auch mehrheitlich long ist. Wobei auch diese Aktien zu den mitmeistgehandelsten Aktien gehören. Und da siehst du auch, da spielt die Musik. Das wissen auch Anleger und auch Kunden bei IG. Und das ist auch eigentlich so ein Bild, was man grundsätzlich weltweit eigentlich sieht, dass diese Aktien am meisten gehandelt werden. Passt ja auch eben die Aktien, die besonders von Interesse sind, die besonders im Hype sind, wo alle irgendwie dabei sein wollen. Ist ja dieser klassische ja, Bewusstheitsbias, dass man sagt, komm, wenn es alle kennen, dann muss es gut sein, dann will ich dabei sein. Und das ist auch eine schöne Sache bei euch, dass man eben die Positionierung auf der Plattform sehen kann. Es ist ein Long Bias da. Heißt aber auch, wenn alle schon investiert sind, wer soll dann noch kaufen? Und klar, es kann dann immer noch ein bisschen weiter steigen. Aber ich habe halt auch das Gefühl, es ist eine gewisse Asymmetrie, also ähnlich wie bei Meta damals auch. Ende 21, Anfang 22. Wenn eben alle long sind, dann kommen doch mal deutlich schlechtere Zahlen oder auch bei Tesla, was wir jetzt gesehen haben. Dann kann man vielleicht doch schneller weiter nach unten fallen, als man weiter steigen kann. Und ich glaube, das wird eh generell ein Problem für das Jahr werden. Also wir werden eine große Asymmetrie haben. Ich denke auch so Trades wie Wohler-Anstieg, was man bei euch ja auch handeln kann oder wie man zum Beispiel auch so unkonventionelle Ideen hat, wie vielleicht auch mal Shorts im Sommer. Das sind, glaube ich, so Ideen, wo nicht viele drin sind, die jetzt nicht crowded sind, wie im Technologietrade, die halt vielleicht lange brauchen, ehe sie wirklich mal aufgehen. Aber wenn man dann mal recht hat, glaube ich, dann ist diese zeitliche Dimension, wenn es passiert, wahrscheinlich auch so, dass es eher schneller passiert, als ja, wenn man jetzt auf der Long-Seite ist. Was einen Chart, den ich für die Konzentration nochmal dabei habe, das hat mich auch selber ein bisschen überrascht. Alleine 500 Milliarden sind jetzt im S&P 500 Markt-ETF angelegt. Das ist hier der Spider, also der maßgebliche ETF für den S&P 500. Also 500 Milliarden nur in diesem einen Index. Das ist auf jeden Fall schon mal
ein ganz schönes Gewicht. Und das zieht natürlich auch die Märkte. Und das, wie gesagt, obwohl Aktien gerade in den USA teuer sind. Und wir haben natürlich auch ein wichtiges Faktum, dass Rentenmärkte durch steigende Renditen auch wieder eine gewisse Attraktivität auch bringen. Und was ich auch wieder als Divergenz sehe, ist, bis zum Jahresende war es zumindest so, Inflationserwartungen sind runtergekommen, die Zinsen sind gefallen und deswegen gab es so eine gewisse Aktieneuphorie. Man hat gesagt, die Notenbanken können schneller auch an der Zinsschraube nach unten drehen, Inflation geht wieder vorbei. Das hat sich seit Jahresstart aber auch wieder gedreht. Die Inflation Expectations sind nach oben gegangen. Die Notenbanken haben relativ klar kommuniziert und Mittwoch kommt ja die Fed, dass sie die Zinsen auch nicht schnell senken werden und auch die 10-jährigen Renditen in den USA sind wieder deutlich gestiegen. Und trotzdem scheint das der Aktienmarkt auch abzuschütteln. Und diese Nullkorrelation zwischen Aktien und Renten, ja, die finde ich auch ein bisschen komisch. Aber es scheint nicht um Bewertungen zu gehen. Das sieht man eben auch hier in dem Graphen. Also Aktien in den USA sind relativ teuer versus Renten. Ganz anders sieht das zum Beispiel in China aus, wo die Aktien eben so günstig sind wie in der Geschichte noch nicht. Auch im Verhältnis zu der Rente, die ja natürlich auch sehr stark in der Rendite weiter unten ist, weil eben China eine Deflation hat. Viele hausgemachte Probleme und da vielleicht auch ein Stück weit ja eine andere relative Attraktivität fundamental bietet. Aber es scheint nicht zu interessieren, denn fundamentales Bewertungen, Aktien, Analysen, das scheint keiner mehr zu machen, sondern man kauft einfach den Trend. The trend is your friend oder wie John Maynard Keynes das gesagt hat, Greater Fool Theorie. Solange es einen noch gibt, der nach dir kauft, ist es immer ein gutes Investment, ganz egal zu welcher Bewertung. Die Frage ist nur, und Salah, da würde mich auch deine Meinung interessieren, wann kann das kippen? Hast du da vielleicht einen Trigger, hast du einen Indikator? Bist ja auch ein großer Verfechter von den Bumidi-Bändern, die ja auch als antizyklisches Signal gesehen werden können. Wenn der Markt so also deutlich steigt, spricht es ja eher dann auch für eine Korrektur zurück zum Mittelwert. Und jetzt ohne die Bumidi-Bänder genau studiert zu haben, aber ich vermute mal, bei vielen Technologieaktien sind wir auch schon eher am oberen Band, oder? Ja, definitiv. Da sind wir schon eigentlich an bestimmten Widerständen, die auch nicht mehr nachhaltig durchbrochen werden. Deswegen sind auch die Allzeithochs auch ein bisschen verhalten, ne? Also wir haben jetzt zwei schöne Sprünge gesehen, aber die waren dann auch nicht wesentlich größer. Also wir bleiben auf einem höheren Niveau. Und du hast gerade auch das Thema China angesprochen. Hier sind zwei Fragen, die ich gerne so an uns sozusagen stellen will. Davor möchte ich einen sehr wichtigen Punkt, den du gerade genannt hattest. Keiner traut sich unter den Analysten sozusagen diese großen Unternehmen ja zu einer negativen Bewertung zu geben oder geschweige denn Skepsis zu haben. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Trading-Psychologie und deswegen interessiert mich das jetzt wirklich persönlich mal. Was meinst du, warum ist diese Haltung da? So aus psychologischer Sicht, will ich nicht der Analysten-Depp, ich bin ja auch Analyst, will ich nicht der Depp sein, der dann falsch liegt, der Crash-Prophet sein sozusagen, oder warum ist da diese Haltung da? Der Mensch ist ein Herdentier. Ich glaube, das ist die einfachste Antwort. Und gerade wenn du in einer institutionellen Herde von Fondsmanagern oder von Bankanalysten läufst, dann stellt sich das noch schwerer dar, sich gegen die Herde zu stellen. Und du hast ja auch nichts davon. Also wenn du mit allen mitläufst und es steigt, bist du dabei, alles ist gut. Und wenn es dann doch fallen sollte, ist es auch nicht schlimm, weil alle anderen haben ja auch verloren. Deswegen ist dieses Antizyklische nie so richtig das, was Fondsmanagement oder Analysten können und wollen. Und die andere Seite ist auch die Statistik dahinter. Also in 70% der Zeit steigen die Märkte, das ist Fakt. Also wer eher von fallenden Kursen ausgeht, der hat nur ein Drittel der Zeit recht. Aber man vergisst eben auch, dass wenn es runtergeht, und das haben wir auch 2022 gesehen, was noch gar nicht so lange her ist, dann fallen die Aktienkurse doch deutlich schneller, als dass sie steigen. Und ich glaube, dieser Herdentrieb auf der einen Seite und dann diese reine Gewinnwahrscheinlichkeit auf der Long-Seite unterwegs zu sein, das in der Kombination macht es eben schwer, sich auch gegen einen Trend zu stellen. Ich würde das persönlich auch nie tun, solange ich keinen Katalysator habe. Also wenn du mich jetzt fragst, lieber Microsoft oder Tesla Short, würde ich auch ganz klar sagen, würde ich lieber Tesla verkaufen, weil ich da schon verschiedene Katalysatoren habe. Meine Drei-Daumen-Regel ist bei Tesla nach unten komplett, bei Microsoft komplett nach oben. Also da würde ich dann eher auch auf Schwäche nochmal raufprügeln und auf Stärke muss man eben nach wie vor investieren. Aber trotzdem, wenn man so mal ein bisschen den Abstand nimmt, ich kann mich auch noch daran erinnern, mit diesem Herdentrieb, wo die Zinsen bei Null waren oder sogar negativ und wo ja auch keiner sich getraut hat, gegen diesen Zinsdreh zu wetten. Und im Nachhinein war das genauso klar wie mit Lehman Brothers, dass die Bankaktien dann fallen und die Immobilien crashen. Aber das weiß man dann erst hinterher. Ich will halt nur ein Stück weit davor warnen, dass wenn es 24 runtergeht, und das ist nach wie vor meine persönliche Erwartung, weil eben die Divergenzen zu groß sind und die fundamentalen Ereignisse irgendwann dann eben auch zu wichtig sind, als dass die Charts immer weiter steigen, dass man sich dann immer wieder in diesem Beide-Dip-Verhalten findet. Denn wenn eben die 200-Tage-Linie unterschritten ist, wenn die Year-to-Date-Linie unterschritten ist, wenn im Sommer auch Trading-Signale auf die Short-Seite gehen, dann nur aus der Hoffnung rauszukaufen, dass die Märkte wieder steigen, davon würde ich abraten. Wir haben es ja im Sommer auch schon gesehen, da ging es ja auch 3 Monate runter.
hat es dann mit beide DIP auch wieder geklappt, weil dann ein bisschen die Zinserwartung wieder kam. Aber irgendwann gibt es eben keinen Rettungsanker. Und früher war es ja irgendwie der Fed-Put, der uns gerettet hat. Heute ist es der Tech-Put, der uns gerettet hat. Ja, wenn es runtergeht, kaufen wir Technologie. Aber irgendwann ist die Liquidität zu Ende und dann kommt eben Realwirtschaft auch ins System. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich habe einen sehr guten, einen sehr einfachen Timing-Indikator, den ich gleich noch zeigen werde, wann es wirklich vielleicht auch richtig sein kann, Aktiengewinne mal mitzunehmen und wann man wirklich auch auf die Shortseite gehen kann. Vielleicht ganz kurz das Thema China, ja. Jetzt mit Evergrande und den Risiken sind da vielleicht auch noch andere Länder mit betroffen. Welche Banken könnten da betroffen sein? Machen wir es einfach allgemein. Siehst du da jetzt erhebliche Risiken, die ungedeckt sind, die noch jetzt keiner sieht? Ja, also ich sehe massive Ausfallrisiken global, die eigentlich komplett unterschätzt und unterpreist werden. Evergrande ist so ein klassisches Beispiel aus 300 Milliarden Schulden. Die müssen natürlich irgendwo jetzt fehlen. Also irgendwer hat denen 300 Milliarden gegeben und diese 300 Milliarden kommen jetzt einfach nicht zurück. Und die stehen wieder in Bilanzen. Das ist halt der klassische Silicon Valley Bank Fall. Ja, du hast irgendwas bilanziert und du kannst es zu 100 bilanzieren, wenn der Regulator dir das erlaubt. Und das ist ja bei diesen Schulden klassisch der Fall, bei Hold-to-Maturity. Aber wenn die Gegenseite ausfällt, dann musst du diese Schuld abschreiben. Und 300 Milliarden mal eben abschreiben ist nicht so einfach. Wir haben in China natürlich das massive Problem, dass viele Hausbesitzer auch das vorfinanziert haben oder vermeintliche Hausbesitzer. Ist ja nicht bei uns so, dass du hingehst und ein Haus kaufst, sondern du zahlst heute 5, 6, 7, 8, 10-fache deines Jahresgehaltes an, in der Hoffnung, dass du in 10 Jahren irgendwo eine schöne Apartmentwohnung hast. Und die Kohle ist bezahlt und die wird dir nie wieder jemand geben. Und das wird natürlich auch den Konsum entsprechend zum Rückgang bringen. Und das sind so viele Einzelthemen, wo ich Ausfallrisiken sehe. Und wie gesagt, eine Insolvenzwelle in Deutschland ist ja auch nur so ein kleines Beispiel. Wir haben Kreditkartenschulden, die massiv ansteigen, gerade in den USA. Und ich finde dieses Potenzial der Ausfälle, weil wir haben momentan das Mantra, der Staat wird es immer retten. Aber ich glaube, global irgendwann ist es nicht mehr möglich. Und wenn sich das mal so ein bisschen in die Bilanzen reinzieht, so war es ja auch 2001 mit Qualcomm und Enron, also großen Unternehmen, die ausfallen. Und ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber am 21. Februar kommt ja auch Nvidia. Da war ja auch bei den Earnings im vierten Quartal mal so ein Rumor, dass da alles im Zirkelgeschäft gefaked ist und hin und her. Da muss man mal gucken. Also ich warne nur davor, zu viel Sorglosigkeit zu haben. Und ich glaube, dass gerade das Thema Kreditausfall, was wir im März ja auch bei den Banken gesehen haben, dass das von den Märkten auch noch nicht wahrgenommen wird. Und natürlich trifft es dann eher nicht die großen Technologieunternehmen, die viel Cash haben, aber es trifft vielleicht die Unternehmen, die irgendwo dann doch immer auf Fremdkapital brauchen und die sich dann vielleicht ein Stück weit schwerer tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, auch wieder in puncto Zinsen, hohe Zinsen. Und das ist eben auch eine Transmission, die dauert, führt zwangsweise dazu, dass Kredite nicht mehr bezahlt werden können. Evergrande ist ein Beispiel und auch ehrlich, letztes Jahr Credit Suisse pleite, dieses Jahr der zweitgrößte Immobilienfinanzierer aus China pleite. Wenn ich das nur höre und vielleicht aus dem Jahr 2011 gerade komme mit der PIGS-Krise in Europa, wo ja auch viele Staaten fast pleite waren und das so höre und denke, Aktienmärkte auf dem All-Time-High, es fühlt sich auch nicht stimmig an. Am Ende hat der Kurs immer recht, das ist ganz klar. Aber die Frage ist eben nur, wie lange das noch so gut gehen kann. Und wie gesagt, einen guten Timing-Indikator, den habe ich gleich dabei. Und einen hast du ja auch schon genannt, das schaue ich mir natürlich auch an, wenn die Dezember-Tiefs vom letzten Jahr unterschritten werden im ersten Quartal, hat das eben auch einen sehr starken strategischen Faktor, dass wir dann fallende Kurse sehen können. Gut, dann gehe ich nochmal auf zwei Folien ein und zeige kurz meinen Timing-Indikator. Würde mich auch interessieren, was du davon hältst, weil ich weiß, den kann man kontrovers diskutieren. Ich denke, alle, die heute im Webinar dabei sind, wissen ja auch, dass die Zinsen deutlich gestiegen sind und eben auch dieses Jahr fallen werden. Das ist ausgemachte Sache, sowohl die Fed Fund Rate als auch der EZB-Refinanzierungszinssatz. Die werden fallen. Die Frage ist, wie weit, wie schnell. Und ob sie dann auch wirklich nur runtergehen, wie die Märkte das einpreisen, oder vielleicht, wenn Inflation nochmal kommt, dann auch wieder nach oben gehen. Man sieht hier auch sehr schön an dem Graphen, dass das ein sehr zyklisches Verhalten ist. Also wenn die Notenbank die Zinsen steigert oder die Zinsen senkt, dann passiert das meistens nicht nur einmal, es sei denn, man ist die EZB und macht 2011 hier diesen Fehler, sondern dann geht das in der Regel sehr konstant. Das erwartet man jetzt ein Stück weit. Ob es wieder so kommt, wird man sehen. Und da habe ich ein Schaubild mitgebracht. Das ist für mich einer auch der wichtigen Charts in 2024, der mich sehr stark getriggert hat. Und zwar, was du hier siehst, sind Aktien fallen nach Zinssenkungen durch die Fed. Und das ist ein sehr wichtiges Bild und das ist auch fürs Timing, finde ich, ganz interessant. Es sind drei Phasen, die hier unterschieden werden. Das eine ist die grüne Phase. Da siehst du sehr schön, dass eben hier die Zinsen, das ist die Fed Fund in Blau, nach oben gehen. Also in dieser grünen Phase, hier gehen die Zinsen jeweils nach oben und auch aktuell. Die Zinsen sind ja so schnell und so deutlich angestiegen wie noch nie. Und der Zinsanstieg war eben hier auch immer mit dem S&P 500 Aktienmarktanstieg quasi ja, zusammengelaufen. Also Zinsanstieg hat zumindest historisch seit 1998 auch immer dazu geführt, dass die Aktienkurse gestiegen sind. Soweit so gut, Zinsanstieg, also auch steigende
Aktienkurse. Dann gab es eine weiße Phase, das ist die, die und die. In der weißen Phase war es so, dass die Zinsen hier in Blau seitwärts gelaufen sind. Da war es auch so, dass die Aktienkurse eher gestiegen sind, also deutlich teilweise auch. Also das heißt, rein historisch in den letzten 25 Jahren Zinsen gestiegen, gut für Aktien, Zinsen gleich geblieben, gut für Aktien. Und dann gab es halt noch ein drittes Szenario und das ist das, was jetzt offensichtlich auch vor der Tür steht. Das sind eben diese roten Bereiche hier, wo wir auch drei Stück haben und wo wir jetzt in den vierten roten Bereich reinkommen. Das war eben der Fall, wo die Zinsen gefallen sind. Hier zum Beispiel bei der Dotcom-Bubble von 6,5% auf 1%. Und da hat sich der Aktienmarkt damals halbiert. Oder eben auch bei Lehman Brothers von 5,5% gingen die Zinsen damals auf 0%. Aktienmarkt mit der Great Financial Crisis, Lehman Brothers auch halbiert. Oder auch im Corona-Crash hat sich der Aktienmarkt vom Hoch auch um 40% nach unten bewegt. Und ich glaube, das wird auch ein guter Katalysator sein. Ich glaube, wenn die Fed den ersten Zinsschritt macht, 50% ist ja eingepreist für den März, wenn nicht dann eben 100% für das Meeting danach, dann glaube ich auch, wird das ein guter Timing-Indikator zu sein, dass die Aktienmärkte ein Stück weit auch sich schwer tun. Was denkst du, Sarah, dieses Thema Zinsen runter, Aktien auch, was wir ja die letzten drei Male so gesehen haben, ist es ein Thema, weil ich höre ganz viele Analysten auch immer sagen, ja, sobald die Zinsen fallen, müssen die Aktienkurse ja wieder steigen, weil Refinanzierung wird ja günstiger. Interessanterweise war das hier meine Masterarbeit vor 11 Jahren, 2011, vor, nee, länger, ja, 13 Jahre, war das genau das Thema, womit ich mich selber beschäftigt habe und kam auch genau zu diesem Entschluss. Das hat durchaus auch so einen Antizipierungseffekt. Also eigentlich, was man aus einer anderen Rede und Wendung kennt, sell the good news. Nachdem die Zinsen dann jetzt dann langsam fallen, wurden durchaus aber kurzfristig Abverkaufseffekte gesehen. Die Frage ist natürlich, weil das auch immer aus dem Kontext gezogen ist, welche Inflationsregime hatten wir zu den Zeiträumen? Was war der Trend der Inflation gegebenenfalls und was waren die Auswirkungen, die dazu geführt haben? Aber man kann das durchaus in der Historie so betrachten. Und gerade jetzt, wenn wir gleich auf die Saisonalität mal eingehen, das erste im US-Wahljahr sehen wir ja ganz klar, dass die erste Jahreshälfte nicht so stark ist. Wir durchaus nochmal Korrekturen sehen könnten mit einer passenden Zinssenkungspolitik noch der Fed, könnte das nochmal einen kleinen Tiefpunkt im ersten Halbjahr bringen, ehe wir dann in die zweite Jahreshälfte gehen, die durchaus nochmal positive Stärken mitbringen kann. Ja, spannender Punkt, den du angesprochen hast, lieber Salla, die Saisonalität. Ich habe hier mal alle Wahljahre mitgebracht. Also wenn der Präsident in den USA gewählt wird, und da sieht man sehr schön genau das, was du sagst, dass eben die erste Halbjahreshälfte hier auch nicht unbedingt gut geeignet ist für Aktienkursgewinne. Man sieht zum Beispiel im Januar gibt es zumindest so einen kleinen Anstieg, aber dann hier im April, Mai geht es deutlich runter, bevor dann so eine gewisse Euphorie kommt. Und auch die Jahresendrallye, die bleibt hier eher aus. Also da gibt es auch bessere saisonale Szenarien. Und wie gesagt, weil es ein gerades Jahr ist, ist auch relativ schlechte Aktienmarktperformance im Vergleich zu den restlichen Jahren, die man sonst so auch bei Aktienmärkten mit beobachten kann. Ich glaube, was dieses Jahr auch wieder absolut entscheidend und wichtig ist und was ja auch im Portfolio-Management ein wichtiger Punkt ist, ist das Thema Diversifikation. Wie heißt es so schön, wenn du kurzfristig alles richtig machst, dann machst du langfristig auch nichts falsch. Deswegen haben wir hier auch noch ein besonderes Geschenk mitgebracht in Kooperation von SMS-Signal und IG. Wenn du magst, wir schenken dir hier unseren SMS-Signale-Börsenbrief. Da kriegst du ganz konkrete Signale. Aktuell gibt es zum Beispiel ein Short-Signal im Euro-Dollar mit dem Euro-Dollar-Steuerstichtag. Es gibt ein Long-Signal mit dem Monatsultimo, also um den Monatswechsel Aktien kaufen. Und wenn du magst, dann kannst du dir hier völlig kostenlos für 4 Wochen einen coolen Börsenbrief sichern und bekommst eben auch als SMS auf dein Handy gute, einfache Signale. Kannst sie dann auch direkt traden und natürlich auch bei IG umsetzen. Wie das genau funktioniert, das werden wir gleich noch zeigen. Hier nochmal der Hinweis, das ist der SMS-Signale Börsenbrief. Wichtig, gebe IG Bonus ein, damit du eben auch die 4 Wochen gratis bekommst und nicht nur drei im Gegenwert von 79 Euro. Hier einfach deine persönlichen Daten eingeben und dann kannst du entsprechend den Börsenbrief völlig kostenlos testen. Das Abo läuft auch automatisch aus. Du musst da nichts kündigen oder so. Gibt da auch keine großen Informationen. Es gibt eine kurze SMS, dass es dann vorbei ist und eine E-Mail, das war's. Also wirklich ein schönes, einfaches Angebot, wenn du eben auch mal Timing für dich in deinem Depot betreiben möchtest. Und da werden wir am Ende ja auch noch kurz drauf eingehen. IG hat da auch noch einen ganz speziellen Bonus, wenn du eben sagst, komm, ich will nicht nur auf den ganz langen Trend setzen, sondern vielleicht auch mal kurzfristig am Markt dabei sein. Dann ist das hier sicherlich auch noch mal eine ganz gute Möglichkeit, die du im Chat und hier auch per QR-Code findest.
So, was haben wir noch im Angebot für den Marktausblick? Also eine Sache habe ich mir auch angeschaut, Inflation. Da hattest du ja auch schon gesagt, Salah, das wird ein ganz wichtiges Thema. Spannend fand ich im 50-Jahres-Durchschnitt der Inflation stehen wir bei 3,9%. Und selbst mit den aktuellen Daten, die ja auch deutlich über dem sind, was die Notenbank haben will, stehen wir auch bei 3%. Also zu sagen, 2% ist so the new normal und es ist immer 2%, ist de facto, wenn man sich die 70er Jahre hier im langen Schaubild mal anguckt, auch gar nicht der Fall, sondern eigentlich ist es extrem schwer, diese 2% Zielhürde der Notenbank zu erreichen. Und auch da würde mich deine Meinung mal interessieren, lieber Salah. Glaubst du, dass wir die 2% dieses Jahr sehen oder glaubst du, das ist eher Fantasie von der Notenbank, die ja zumindest zum Jahresende in den Prognosen hat, dass die 2%-Marke auch wieder entsprechend erreicht und sogar unterschritten wird? Also bei allem Respekt, ich sehe keine 2% vor dem am Horizont. Das ist mir man kann sich ja mal eines Besseren belehren lassen, aber das ist mir durchaus bei der aktuellen Lage noch viel zu wanke. Die Inflation, und du hast es vor 2 Jahren habe ich mit dir darüber ausgehend gesprochen und du hast absolut recht behalten. Die Inflation kommt und sie ist gekommen und bleibt auch erstmal, auch wenn wir, und das sehen wir historisch auch immer wieder, diese Pullbacks, wenn wir jetzt aus Chartanalyse sprechen, der Rückgang in Inflation meint dann nicht in Euphorie sich wagen zu wägen und sagen, jetzt geht sie wieder komplett sogar in deflationäre Charakterzüge über, sondern dass sie durchaus ein Pullback macht und wieder ansteigen kann. Und ich hoffe es nicht, aber geopolitische Unsicherheiten könnten durchaus sowas treiben. Siehe den Suezkanal zum Beispiel, der jetzt gesperrt ist, wo Schiffe natürlich einen wesentlichen Umweg fahren müssen, der uns direkt natürlich beeinflusst, weil die Kosten weitergegeben werden, Frachtpreise etc. Ja, das sind Punkte natürlich, du zeigst es gerade sehr schön, die auch nochmal mit einem Timelag natürlich kommen. Bitte immer darauf achten, wenn man Verbraucherpreise sich anschaut, schaut man sich ja Verbraucherpreise erstens des vergangenen Monats an und dann im Vergleich zu diesem Monat gegebenenfalls ein Jahr zurück. Das heißt, wenn wir uns jetzt über heute sprechen, kann natürlich doch im Zeitraum natürlich der Preis gestiegen sein. Und diese Auswirkungen sehen wir erst in einem Monat, im nächsten Monat, genau. Ja, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man ist sich quasi bewusst, dass es hochgeht, aber ihr die Märkte das wirklich dann auch verarbeiten und wir das auf der Straße auch merken, kann eben auch wirklich mehr Zeit vergehen. Und das sind einfach die Faktoren, die wir haben. Nahe Osten, der Konflikt jetzt auch mit den toten US-Soldaten und wirklich einer weiteren Eskalationsstufe. Das ist natürlich ein Problem und der Verbraucher, der merkt das auch. Also das sieht man hier ganz schön. Das sind zum Beispiel die Inflationserwartungen, wenn man mal nicht die Notenbanken fragt, sondern den Verbraucher in New York. Beziehungsweise hier von der University of Michigan ist das gemessen. Die fragen quasi einmal im Monat den Verbraucher, was erwartest du denn mit Inflation? Und dann sehen sie eben auch höhere Inflation in der Zukunft als diese 2%. Dazu kommen natürlich generell schlechtere Einkaufsmanager-Indizes, die PMIs fallen, was ja eben auch nicht auf globales Wachstum hindeutet. Und auch ein spannendes Faktum eben, dass die Lohnpreisspirale immer mehr einsetzt. Wir haben ja jetzt massive Streiks auch im öffentlichen Sektor in Deutschland. Der öffentliche Sektor ist ja jetzt nicht so profitabel, dass er sich das unbedingt leisten kann. Auch eine Deutsche Bahn hat ja im Corona-Jahr, ich glaube, 5,9 Milliarden Euro Verlust gemacht. Also da hat man auch nicht unbedingt so die Möglichkeiten, jedem vielleicht das Geld zu zahlen und die 35-Stunden-Woche zu geben, die er gerne hätte. Und das ist aber trotzdem alles natürlich auch was, was auf die Margen lastet. Hier sieht man zum Beispiel mal die durchschnittlichen Lohnzuwächse von zwei Indikatoren aus den USA. Und beide sind eben auch deutlich über 2%. Und ist ja klar, wenn der entsprechende Arbeitnehmer mehr als 2% Lohnwachstum hat, dann wird ein Unternehmen das tendenziell auch nicht 1:1 als Margeneinbuße hinnehmen, sondern wird es ja auch auf die Verbraucherpreise draufpacken. Es wird wieder inflationär werden und dann kommt diese Lohnpreisspirale, bis der Konsument dann irgendwann einknickt und sagt, Freunde, hey, die Preise kann oder will ich nicht mehr zahlen. Und dann kann eben das Spiel in die andere Richtung gehen. Und dazu kommt eben auch, dass der Joker, den wir die letzten Jahre deutlich gespielt haben, insbesondere nach Lehman Brothers, dass das Thema Verschuldung halt irgendwann auch endlich wird. Also hier sehen wir die Verschuldung nach Lehman Brothers. Da stand die Notenbank, beziehungsweise hier ist es der Staat mit 10 Milliarden Dollar, also 10.000 Milliarden Dollar muss es heißen, 10 Billionen in der Kreide, doch richtig, ja. Also vor der Krise stand der Staat nur mit 10.000 Milliarden in der Kreide, so heißt es richtig. Und in den letzten 15 Jahren hat man es geschafft, hier die US-Schulden von 10.000 Milliarden auf jetzt 34.000 Milliarden zu ja, verdreifachen, mehr als zu verdreifachen. Die Notenbank war lange hier ein Abnehmer. Unten sieht man eben, was die Fed quasi an Treasuries gekauft hat. Aber das nimmt jetzt mit gestiegenen Zinsen auch ab. Und das wird eben ein Problem. Da haben wir diese Woche auch noch
massive Zahlen vom Treasury Department, also von Janet Yellen, die schon wieder den Kapitalmarkt anpumpt und neue Gelder haben will. Und das wird eben spannend auch zu sehen, wenn immer mehr Schulden kommen und Joe Biden, wenn er im Amt bleiben will, dann muss ja ein Wunder passieren und dann muss er sich wahrscheinlich auch mehr verschulden oder außenpolitisch wirklich einen großen Wurf machen. Aber Fakt ist, immer mehr Schulden, immer mehr Schulden, immer mehr Schulden. Auf der anderen Seite eben weniger Käufer, weniger Notenbanken, die kaufen. Nicht nur USA kauft weniger, sondern auch China. Bedeutet dann eben auch wieder höhere Zinsen und höhere Zinsen bedeutet wieder Kreditausfälle, bedeutet aber auch für Investoren, und das hatte ich schon gezeigt, Alternativen, weil dann legst du vielleicht nicht im S&P 500 an, wo du eine Dividendenrendite von 1,7 hast, sondern packst das Geld vielleicht auch mal bei 4, 4,5 oder ich persönlich glaube auch an 5% bei langlaufenden Treasuries. Und das kann spannend werden, denn Fakt ist auch, im Jahr 24 werden die Notenbanken den Markt nicht so stark unterstützen. Ja, die Zinsen gehen ein Stück weit zurück. Ich denke aber, ob der Zins jetzt 5,5 oder 5 ist, ist am Ende nicht so wesentlich. Und Salah, du hast es schön begründet und gesagt, der wird nicht mehr bei Null sein. Und die Notenbanken werden ihre Bankbilanzsumme weiter reduzieren. Das sehen wir hier auch bei der Bank of Japan, der EZB oder auch der Fed. Da sehen wir schon seit 2 Jahren, die Bankbilanz reduziert sich. Bei der EZB sogar noch mal schneller als bei der Fed. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Monaten anhalten. Und da darf man eben auch nicht erwarten, dass jetzt wieder diese ganzen neuen Schulden, und nicht nur in Amerika, sondern auch in der Europäischen Union, haben wir auch Europawahlen, dass sie sofort wieder von den Notenbanken aufgekauft werden. Das wird man nicht tun. Warum nicht? Weil das eben wieder hochgradig inflationär wäre. Und das möchte man vermeiden. Und da kommen wir halt wieder zu dem Thema, höhere Zinsen sind zwar gut für Investoren, bedeuten aber auch potenziell Ausfallrisiken. Hier mal dargestellt, Ausfallraten bei Kreditkarten. Sie sind schon deutlich angestiegen, 23. Das ist alles vielleicht noch im Rahmen. Aber wir sind gar nicht mehr so weit weg von den Zahlen 2007 und 2008. Und wir sind eben schon gar nicht mehr weit weg von den Höchstständen 2020, wo ja auch dann eine starke Korrektur kam mit Corona. Sehr viele Hilfen kamen, sehr viel Notenbankgeld auch geschaffen wurde. Der Staat sich massiv verschuldet hat. Aber Fakt ist, bei den Jugendlichen sozusagen 18 bis 29 fallen mittlerweile fast 10% aller Kreditkartenschulden aus. Und das bedeutet ja auch im System, was hochgradig geleveraged ist, was hochgradig verschuldet ist, wenn 10% wegfallen, dann fehlt es ja irgendwem anders, der mit diesen Einnahmen auch wieder kalkuliert hat. Und das bedeutet eben auch, dass die Wirtschaft hier auf ja, harte Zeiten zusteuert. Vielleicht 2 Folien noch, Salah, und dann gehen wir in den Dialog, wenn du magst. Die FED lag vorher auch schon falsch. Wir sehen ja jetzt auch mit den Dotplots den Pivot, also dass die Zinsen quasi ihr Maximum erreicht haben. Das hat uns die FED schon mal erzählt im März, damals mit der Bankenkrise um Silicon Valley und andere. Mal schauen, ich denke schon, dass die Zinsen jetzt auch fallen. Ich glaube aber nicht, dass der Markt recht hat und wir 7, 8 Zinsschritte dieses Jahr sehen oder 6 oder 7. Ich glaube eher an 3 oder 4 und ich glaube insbesondere auch, dass die langen Zinsen dann trotzdem steigen können. Und ein Indikator, den ich mir sehr gerne angucke, ist die Zinsstrukturkurve, also das Verhältnis von kurzen und langen Zinsen. Und da sehen wir zumindest mal hier im 2,30-Bereich, also zweijährige Treasuries versus die langen Anleihen, die 30-jährigen, dass wir eine Reinvertierung hatten. Und auch das war in der Vergangenheit immer ein guter Indikator für fallende Aktienmärkte. Also nicht, dass eine Zinsstrukturkurve invers war, war schlecht oder tief, sondern wenn sie sich reinvertiert hat, also meistens war es dann ein Bullsteepening, jetzt sieht es eher nach einem Bearsteepening aus. Also wenn die Zinsstrukturkurve steil geht, dann war das meistens auch nicht so gut für die Aktien Anfang 2000, 2007 und 2008 oder auch 2020. War jetzt nicht so die allerbeste Zeit und momentan kommt die Kurve steil. Kann man auch schöne Kurventrades daraus ableiten, aber das bedeutet auch ein Stück weit Risiko. Saisonalität hatte ich schon gezeigt und für mich mein Marktausblick vielleicht kurz hier zusammengefasst. Im Kern stehen nach wie vor die Strategien, 3-Daumen-Regel, Sommer-Winter-Effekt, Quartalstrick, all diese wunderbaren Dinge und einiges beschreiben wir auch im S-Signale-Börsenbrief. Und einiges beschreibe ich natürlich auch in meiner Ausbildung. Aber drumherum, das ist ja das, was wir heute machen, kommt die Analyse. Fundamental habe ich mein Bild, glaube ich, klar gekennzeichnet. Schlechte Earnings, schlechte Finanzierungsbedingungen, teilweise hohe Bewertungen. Es spürt sich fundamental extrem teuer an. Es ist in der Bewertung auf jeden Fall eher eine Standardabweichung zu teuer. Für mich auf das Jahr 24 ein Minus. Dagegen steht aktuell technisch ein perfektes Bild. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Aktienkurse sind auf ihren Höchstständen. Trendfolgendes Verhalten spricht eben natürlich im technischen Ansatz für eine Long-Position. Das heißt jetzt hier auch bitte nicht shorten, aber wenn die Kurse eben sukzessive fallen, keine neuen Höchststände mehr machen, wenn man unter einer 200-Tage-Linie steht, unter dem Year-to-Date-Effekt, dieses technische Plus dann zu einem Null oder zu einer Minuszahl wird, dann wäre dieses Faktum auch auf der negativen Seite. Bei der Intermarket-Analyse muss ich auch ganz klar ein Minus geben. Wir haben sehr, sehr geringe Credit-Spreads. Wir haben viel zu wenig Ausfallrisiko eingepreist. Wir haben auch dieses Verhältnis von Aktien und Anleihen nicht ausgeglichen wie letztes Jahr, sondern Rentenmärkte sagen eigentlich schon den Aktiencrash voraus. Meistens haben sie eben recht, lösen die Divergenz dahingehend auf. Also auch hier in der Market-Analyse für mich ein Minus. Sentiment, Bull-Bear-Index extrem positiv, Greed in 4 sehr, sehr positiv.
sehr, sehr viele Zuflüsse in ETFs, also momentan ähnlich wie auch 2018 im Januar, eine sehr große Euphorie. Und ich glaube, das Börsenjahr, und das ist auch mein persönlicher Ausblick, wird sehr ähnlich wie das Börsenjahr 2018, sehr volatil, einige 10, 15% Rücksetzer, vielleicht dann auch am Ende des Jahres nochmal so ein richtiger Abverkauf. Momentan erwarte ich den eher im Sommer. Aber ich glaube auch, dass dieses Jahr mindestens nochmal 15 bis 20% tiefere Kurse bringt und dass es eben auch einiges an Volatilität mehr bringen wird. Und ich glaube auch nicht an 24% Jahresgewinn wie letztes Jahr, sondern sehe hier die Märkte auch eher schwierig. Nichtsdestotrotz jetzt dagegen zu shorten, weil es halt gerade technisch so gut aussieht, ist schwierig. Aber wenn die Kurse Möglichkeiten geben, wenn die Strategien das sagen, die immer im Kern stehen, kann man mal was machen. Und saisonal haben wir ja gesehen, also neutral die ersten 6 Monate vom Jahr. Da sollte nicht so viel passieren. Das wäre so meine Einschätzung. Fundamental minus, Intermarket minus, Sentiment minus, saisonal plus minus null und technisch auf jeden Fall noch ein Plus. Das kann sich drehen. Dass sich die fundamentale Situation schnell dreht, das sehe ich ja nicht. Aber ich bin nicht der allergrößte Bulle, was jetzt klassische Aktienmärkte angeht. Was man aber alternativ machen kann, ist natürlich übers Trading zu kommen. Man kann über die Intermarket-Analyse auch gute Dinge ableiten. Es müssen ja nicht immer Aktien sein. Rentenmärkte bieten viele Chancen. Gerade im kurzfristigen Bereich oder auch mit Kurventrades. Man kann mit Rohstoffen eine Menge machen. Kryptos finde ich für dieses Jahr auch interessant. Habt ihr auch bei RG Möglichkeiten. Und die Idee ist vielleicht einfach nur nicht so ein klassisches Buy and Hold konventionell zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauszubringen. So, lieber Salah, du wolltest ja auch noch was vorstellen, weil ich wäre dann fertig mit meinen Ja, Folien. genau. Es waren auch noch ein paar Fragen. Wie schätzen wir den japanischen Markt zum Beispiel ein? Ich teile in der Zwischenzeit, kannst du vielleicht kurz mal schon dazu was sagen? Ich versuche den Bildschirm mit uns zu teilen. Genau, kannst ja gerne mal den Nikkei auch aufmachen. Der Genau. japanische Markt, der Nikkei, hat ja momentan bei mir auch 3 Daumen nach oben. Wäre also auch ein Markt, den ich jetzt mehr mögen würde als jetzt zum Beispiel den DAX oder auch die Nasdaq. Wäre also für mich auch eher ein Markt, der ein bisschen stärker ist. Ich glaube, dass viele Investoren auch aus China gerade raus diesen Markt präferieren. Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt die Zinsen auch in Japan hochgehen. Das wird im April sehr wahrscheinlich passieren. Da wird man diesen Nullzinskorridor verlassen. Aber wenn ich eben Aktien Wahnsinn, kaufen würde, historisch. was sagst du? Ich sage historisch auch praktisch, dass die Wahnsinn, Zinsen ja. jetzt in Japan durchaus nochmal ja, steigen. Wie lange haben wir da keinen Anstieg gesehen? Ich glaube, 2006 oder 2005 war mal ein ganz kurzer Anstieg. Das wurde dann aber sofort eingefangen. Und ich glaube, 96 war das letzte Mal irgendwie ein Zins auf so einem normalen Niveau. Es ist für die Japaner schon völlig unbekannt. Was man auch sagen muss, diese JGBs, also die japanischen Government Bonds, die finden momentan auch keine Nachfrage mehr, weil wenn du weißt, dass die Zinsen in Zukunft steigen, dann will ja jetzt keiner mehr die niedrigen Zinsen sich einkaufen. Aber der Nikkei, das wäre noch für mich einer der Märkte, wenn man Long spielen möchte, wo man sich vielleicht eher aufhalten sollte, weil die Bewertungen da auch nicht ganz so extrem sind. Und wir sind ja jetzt gerade mal auf dem Stand, den wir 1990 hatten. Genau, und wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend schon, den ich im Oktober schon letzten Jahres mit diesem Doppelboden, den wir hier sehr schön sehen können, und den Ausbruch daraus ja jetzt erst eigentlich neue Impulse auch sogar aufgemacht. Hier ist durchaus was möglich in Japan, aber klar, wir sind noch am Anfang des Jahres. Ich finde aber auch aus der relativen Stärke und einigen Einzelwerten aktuell ist da durchaus was zu machen. Klar, auch für kurzfristig könnte ich mir nochmal vorstellen, dass wir hier nochmal den Boden bilden. Ne? 35,5, sowas. Ganz kurzfristig, wenn ich jetzt mit Knockout-Zertifikaten da mich engagieren möchte. Aber übergeordnet sehe ich hier durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Gegebenenfalls auch besser als in den einen oder anderen Markt. Auch von der Jetzt war die Frage Intermarket-Analyse eher noch. sauber, weil die Zinsen eben auch als Relation nicht so hoch stehen. Also ich denke, Eben. wirklich ein spannendes Play und was einige der größeren Investoren ja auch schon länger auf der Agenda haben. Warren Buffett ist ja jetzt auch massiv nochmal eingestiegen, gerade in Finanzwerke. Ich glaube, also wie gesagt, wenn es Aktien sein sollten, dann vielleicht nicht klassisch S&P und schon gar nicht der DAX, sondern eher vielleicht Emerging Markets selektiv oder eben vielleicht auch Japan als Markt, den man vielleicht noch als Nachholeffekt hat. Da natürlich dann aber auch die Währung beachten. Genau, es war auch nach dem DAX-Verlauf für 2024 gefragt. Ich habe die Glaskugel jetzt gefunden. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich mehrere Ansätze. Hier mal auch mal die US-Wahljahre. Okay, es wird jetzt nicht bei uns gewählt, aber die haben durchaus einen Effekt als First Mover. Wie sieht so ein US-Wahljahr aus und saisonal, was hat das für einen Einfluss auf den DAX? Und wir sehen hier ganz klar, sehr schöner Anstieg am Anfang des Jahres und dann vermeintlich stärkerer Abverkauf als an den US-Märkten so in den März herum.
leichter Anstieg bis April und eher so ein leicht unterschiedlicher Verlauf als im S&P. Da sehen wir doch noch mal so, ja. Entschuldigung, immer bitte 2020 raus. Ich glaube, das ist ein bisschen verzerrt durch das Corona-Jahr dann auch. Also ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ist das noch drin? Genau, vorne links einfach das Häkchen. Ja, da. Ich meinte, es wäre weg. Okay, sehr gut. Also du hast recht generell mit dem, was du sagst, aber es ist genau, ist nicht ganz so extrem. Genau. Hier genau der gleiche Anstieg. Und jetzt haben wir das Extremum, diesen Störfaktor praktisch rausgenommen, Ausreißer. Aber höhere Vola durchaus oder stärkere Kursschwankungen als im S&P und dieser deutliche Abverkauf im ersten Halbjahr vielleicht nochmal deutlicher zu sehen, ehe wir dann so nach der Sommerflaute wieder hier so einen Anstieg sehen. Das können wir jetzt mal transformieren in den Markt. Ich hatte ja letztes Jahr gesagt, 17.000 war mein Kursziel schon im Januar angefangen. Wir haben es ja tatsächlich so auf dem letzten Drücker noch erreicht. Aber seither gehen wir ja eigentlich nach. Also Gewinne wurden eher mitgenommen. Und wir sehen hier durchaus auch diese schraffierten Flächen, die ich eingezeichnet habe. Das waren sehr wichtige Widerstände und Unterstützungen, Dreh- und Angelpunkte, die wir auf dieser Reise zu den neuen Allzeithochs erreicht haben. Aber hier ist jetzt erstmal leicht der Widerstand noch nicht durchbrochen worden. Wenn man sich zum Beispiel das Marktprofil anguckt, André, kennst du ja Volumenprofile zum Beispiel, da sehen wir, dass hier noch keiner sich wirklich traut, hier den Markt nach vorne zu setzen und den Trend fortzusetzen. Und das könnte vielleicht erstmal im Februar auch bedeuten, dass wir hier eine leichte Gegenbewegung machen, ehe wir, ich bin bescheiden für dieses Jahr, so die malen wir das jetzt mal ganz einfach an, ist jetzt keine große, es soll jetzt nicht hier der Verlauf sein, unter die 15,8 ist jetzt erstmal so ein wichtiger Punkt, der nicht nach unten hin durchbrochen werden sollte. Und dann könnten wir im zweiten Jahresverlauf, das ist jetzt noch gar nicht der zweite Jahresverlauf hier, aber machen wir mal so, August bis Dezember, dass wir hier durchaus nochmal in Richtung 18.200 Punkte vorerst, ist für mich so mein nächstes Kursziel bescheiden. Und dass wir hier jetzt im zweiten, erstmal im ersten Jahres, in der ersten Jahreshälfte ein bisschen abgeben. Muss nicht so tragisch sein, dass wir unter die 15,8 kommen, aber gegebenenfalls Abwärtstendenz mit einer leichten Seitwärtsbewegung, ehe wir ein neues Momentum an der Oberseite dann bekommen. Das vielleicht dazu, vielleicht hast du noch Anregungen hierzu. Finde ich eine gute Analyse. Für mich ist ja die Year-to-Date-Performance immer wichtig. Also quasi der erste Kurs dieses Jahr, den wir gesehen haben mit der 16.751. Darüber würde ich mich mit Short-Trades auch sehr, sehr schwer tun. Darunter bin ich natürlich schon geneigt, auch mal Short zu sein. Tendenziell auch lieber im Sommer. Auch jetzt vielleicht im März mit dem, was du gerade gezeigt hast und den Monaten danach. Und für mich wird es, glaube ich, auch extrem wichtig, wie die Intermarkets weiter funktionieren. Und ich halte an dem Timing fest, wenn die Notenbank das erste Mal geht. Vielleicht tut sie schon im März mit dem Zinsschritt nach unten. Ich glaube, dann ist es bei Doom a Sell Defekt. Und dann ist es klar, jetzt die Katze ist aus dem Sack. Und dann werden wir auch sehen, dass wir wahrscheinlich in die Rezession gehen. Und da kann die Notenbank dann noch so sehr die Zinsen senken. Das wird es dann nicht groß ändern. Deswegen kaufe ich dieses Bild. Ob es dann in die Jahresendrallye nochmal reingeht, hängt vielleicht auch ein Stück weit von den Wahlen ab. 5. November ist ja da das wichtige Datum. Am 7. haben wir ja dann nochmal die FED, ein Donnerstag, ganz witzig, sonst ja immer am Mittwoch. Aber durch die Wahl am Dienstag wird es dann einen Tag nach hinten verlegt. Und da muss ich sagen, mit Donald Trump als elected President mit seiner zweiten Hälfte bin ich auch noch nicht so ganz sicher, ob die Märkte das so feiern. Denn da wird es auch einige Themen geben. NATO-Austritt, Verbündete liegen lassen, America first again. Mal schauen, was die Märkte da reinbringen. Also Fakt ist, es wird ein Vola-Jahr. Sala sagt ja auch immer so schön, ohne Vola keine Cola. Für Trader wird es, glaube ich, ein gutes Jahr. Ich glaube, es wird leichter als 23 für Trader auch Geld zu verdienen. Jetzt der Monatsultimo zum Beispiel ist ja auch wieder so ein Paradebeispiel für eine kurzfristige Trading-Strategie, die gut funktionieren kann. Aber jetzt Buy and Hold durchzuhalten und dann eben die 3, 4, 5, 6 Monate, wo es auch mal schlechter wird, auszuhalten, kann man machen. Ist aber nicht mein persönlicher Anspruch. Also ich würde probieren, ein bisschen mehr aus den Märkten rauszuholen. Und wir können uns gerne auch nochmal die Rohstoffseite angucken. Da gibt es, glaube ich, auch gute Chancen. Auch bei Öl, was natürlich geopolitisch jetzt ganz spannend ist, auch um die 200-Tage-Linie rum. Oder auch bei Gold zum Beispiel, ja auch Märkte, die alle auf der Plattform sind. Ich glaube, wenn man da auch wirklich gute Strategien hat, wie ein Friday Gold Rush oder auch Öl tendenziell am Freitag eher long, kann man, glaube ich, auch relativ gute Trades ableiten, die ein Investmentportfolio auch vielleicht ein Stück weit stabilisieren können. Ja, und
Öl hast du auch gerade gesagt, das ist sehr interessant. Da haben wir jetzt auch schon das erste Kursziel erreicht bei der 78 US-Dollar. Aber du hast auch einen sehr guten Punkt angesprochen. Neben dem Jahresverlauf haben oder neben dem Jahresausblick hat man natürlich auch interessante Möglichkeiten. Du nicht, wir interessieren uns für Kapitalmarktanomalien. Ich nutze ja gern auch Markteffekte, wie zum Beispiel den ersten Handelstagseffekt. Der konnte sich durchaus sehen lassen letztes Jahr. Man sieht jetzt kleine prozentuale Renditen, aber man ist nur 24 Stunden im Markt und das nur 12 Mal im Jahr. Gegebenenfalls noch mit einem moderaten Hebel kann sich das durchaus sehen lassen. Monatsmitte-Effekt, das sind das ist der 9., 10., 11. Handelstag, also die Mitte des Monats an den US-Märkten, scheint mit die beste Phase im Monat zu sein. Das hat der Nasdaq jetzt mal gezeigt. André, jetzt einfach mal absolute Performance, keine Kosten hinzugezogen. Schlusskursbasis. 10% hat der Nasdaq hier gemacht in den letzten 12 Monaten. Dezember nicht mal mit eingerechnet. Da sieht man durchaus, dass über das Jahr hinweg auch bestimmte Tendenzen wiederzusehen sind. Interessanterweise auch, André und liebe Zuschauer, der Nasdaq 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich glaube, der Dezember war auch leicht negativ. 7 Mal waren wir hier negativ von 12, aber haben dann genau just in den Momenten den Treffer gehabt. Und da seht ihr auch, es gibt auch wissenschaftliche Paper, die zeigen, dass man mit einer sehr kleinen Trefferquote, die muss schon so 30, 40% sein, kann man immer noch sehr starke Renditen haben. Also es muss nicht zwangsläufig nur heißen, ich muss 90% Trefferquote haben, um 90 Millionen zu verdienen, frei nach dem Motto. Nein, das ist absolut nicht der Fall. Also solche Effekte könnt ihr auch gerne, also um weitere Informationen, Trading-Ideen, die ich, aber auch Interviews mit André und mir, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal finden. Gerne da vorbeikommen. Ich sende den Link mal gleich rein. Und für diejenigen, die noch keine Kunden bei IG sind, wir bieten jetzt den sogenannten Startbonus an für Neukunden. 200 € erhalten, wenn man ein Konto eröffnet und die Bedingungen, ein Trade bei IG dann ausführt, erhält. Gerne da auch nochmal reinschauen. Den Link habe ich hinzugefügt. Und ja, André, hast du noch? Ich schaue gleich nochmal in die Chatbox, ob wir hier noch eine Frage mitnehmen können. Wie schätzen wir die Entwicklung zum Euro-japanischen Yen ein? Da schauen wir doch mal gerne hin. Hier in unsere Knockout-Zertifikate-Plattform, unter anderem auch den Euro-japanischen Yen. Aber was mir so verdächtig erstmal, ich habe mir den lange jetzt ehrlicherweise nicht angeguckt, aber was mir so verdächtig ins Auge fällt, ich mache das mal größer hier, dass wir das auch schön sehen können. Jetzt mal grob, André, du befasst dich ja auch schon Jahre mit der Chartanalyse. Mir fällt so direkt mal so eine bullische Flagge hier mit rein. Ja, das ist jetzt wirklich Freestyle, nicht einfach nur malen nach Zahlen, sondern wenn man das über 15 Jahre macht und seine Ausgangssituation hat, dann habe ich hier den relative Stärkeindex. 48,5 ist meine Grenzschwelle. Liegen wir drüber, sind wir tendenziell positiv gestimmt. Liegen wir drunter, sind wir negativ gestimmt. Und wir liegen immer noch drüber, auch wenn wir hier so eine leichte Gegenbewegung machen. Könnte für mich erstmal bedeuten, dass sich hier diese bullische Flagge eigentlich bestätigt. Und dann wäre es natürlich paradehaft, wenn wir dann hier so einen Ausbruch sehen, eine Bestätigung, indem wir nochmal zur bullischen Flagge hinwegkommen. Und da nehme ich gerne immer den Stab oder den Mast, projiziere den an die Oberseite und habe schon mal so ein Mindestkursziel aus charttechnischer Sicht bei 165. Aber das dauert noch ein bisschen. Also der Ausbruch muss hier gelingen. Die gleitenden Durchschnitte sollten weiter nach oben ziehen, um Unterstützung zu bieten. Das wäre jetzt mal so ganz kurze Summary. Natürlich würde ich noch weitere Faktoren mit reinbeziehen. Geldpolitik sehen wir ja. Die Japaner eher zinswillig und die EZB vielleicht eher zurückhaltender, könnte auch so ein Carry Trade Möglichkeit bieten und eine Vergünstigung im Yen. Vielleicht ein kurzes Wort dazu, André, wenn du da was zu sagen willst. Ja, ich bin eher neutral im Euro-Yen, muss sagen. Das sind so zwei schwache Partner miteinander. Ich sehe jetzt fundamental nicht so viele Gründe für den Euro sprechen. Beim Yen, wie gesagt, ist ja auch wichtig, dass der ja mit steigenden Zinsen vielleicht ein bisschen Stärke hat, aber das Geld eher nochmal rausfließt, was ihn wieder schwächt.
Kann ein spannender Trade sein, technisch hier absolut sauber abgeleitet, aber das wäre auch ein Markt, wo ich mich jetzt nicht so exorbitant wohlfühlen würde. Was ich mir da gerne anschaue, sind auch eher die kurzfristigen Strategien, FX-Fuel, Zinsdifferenz, auch die Strategien gegen Euro, weil also wirklich Analysen bei Währungen über Monate hinweg finde ich persönlich schwer. Und bei Ja. SMS-Signale haben wir zum Beispiel auch verschiedene Währungsstrategien. Habe den Link hier auch nochmal reingeteilt, wer das entsprechend kostenfrei nutzen will. Und wer das schon mal genutzt hat, nochmal ein ganz klarer Hinweis, das könnt ihr nur einmal kostenlos nutzen, nicht ein zweites und drittes und fünftes Mal, sondern das Angebot geht genau einmal und dann könnt ihr entweder Kunde werden oder eben nicht ganz wie ihr möchtet, aber es ist eine Testphase einmalig und nicht mehrfach. Da werden ja auch regelmäßig dann solche FX-Strategien geschickt. Und bei Währung generell, das sieht man ja auch im Euro-Dollar zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, es oszilliert relativ. Also, dass sich Euro-Dollar jetzt Richtung 10 bewegt oder Richtung 10 Cent ist unwahrscheinlich. Und so wie du es gerade auch gezeigt hast, es könnte so eine Übertreibung nach oben geben, aber wenn das Ziel erreicht ist, dann nochmal Gewinne mitnehmen, weil dann ist, glaube ich, auch mal an der Zeit, einfach ein Stück weit, ja, dann vielleicht auch einen anderen Trade zu suchen. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt gerne die Gelegenheit. Der Salah und ich, wir werden nach einer Stunde erst so richtig warm. Also, wenn noch Fragen da sind, wir haben jetzt nichts zu entscheiden gesehen. Ich weiß. Ja, wie stehen wir zu Gold und Silber? Ich wollte ganz kurz nochmal einen Link zu unserem YouTube-Kanal auch mit reinnehmen, weil ich viele Fragen noch sehe und das ist auch gut und perfekt. Wenn ihr aber weitere grundsätzlich immer up to date bleiben wollt, ich habe hier auch einen Livestream mit Christian Henke, meinem Analystenkollegen, wo wir auch diese, weil ich sehe viele Wünsche oder Wunschanalysen, dafür haben wir perfekt auch den Livestream erstellt und ihr könnt ja auch gerne auch Kommentare unter den Videos schreiben, wenn ihr da wirklich Wünsche zu bestimmten Werten habt. André, ganz kurz zu dir, wie stehst du zu Gold und Silber? Ich gehe auch nochmal natürlich auf den Chart. Also generell mag ich Gold schon seit Jahren deutlich mehr als Silber. Das hat sich auch in den letzten Jahren eher bewährt. Gold ist relativ weit oben. Ich nehme mal so die zwei Faktoren. Das eine ist halt der steigende Realzins, der dagegen wirkt. Also wenn ich 5% für eine Anleihe bekomme, muss Gold erstmal 5% Kursgewinn machen. Das andere ist natürlich der Krisenschutz, wo Gold einfach auch geliefert hat, muss man auch ehrlich sagen. Das sind aber beides Märkte, die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Investmentportfolio haben möchte. Gold ist eher noch eine Absicherung als Silber. Drei-Daumen-Regel sieht momentan auch durchwachsen aus, könnte noch ein bisschen positiver sein. Ich brauche es ehrlicherweise nicht. Also wenn ich Rohstoffe dieses Jahr investieren möchte, und da bin ich auch noch nicht so weit, aber dann würde ich, glaube ich, eher Richtung Energie und Agrar gehen. Ich weiß, dass viele Deutsche ja auch Gold als Absicherung haben und 5 bis 10%, wenn man mehr Sicherheit mag, kann man machen. Aber ich gehe da lieber mit Anleihen. Das ist eher so das, wo ich mich besser auskenne und wo ich mich auch ein Stück weit wohler mitfühle und wo ich eben auch weiß, gerade bei kurzen Anleihen, da habe ich dann meine 4% sicher und da muss ich eben nicht hoffen, dass Gold irgendwie nochmal von 2000 auf, keine Ahnung, 2200 steigt, ja, was dann 10% werden, aber fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer. Ja, aber das teile ich durchaus mit dir. Hier sind noch weitere Fragen. 9., 10., 11. ist das Nasdaq Long im Monatsmitteffekt? Ja, und ich habe auch Artikel dazu geschrieben. Den Monatsmitteffekt suche ich mal kurz raus. Eine weitere Frage. Welche Auswirkungen hat gegebenenfalls die Wahl von Trump auf den mexikanischen Peso? Oh, ja. Genau. Das ist vielleicht, wo ich kurz darauf eingehen kann, während du suchst, dann kannst du ja gerne den Monitor auch ausmachen, sonst folgen wir dir hier bei deinem bei deiner Suche, ist aber auch okay. Ja, also generell, ich bin ja viel in Mexiko investiert, bin das seit Jahren schon. Was definitiv spannend ist, dieses Thema Nearshoring. Also früher war China ja mit Abstand einer der wichtigsten und größten Handelspartner von den USA. Das ist heute nicht mehr der Fall. Mexiko hat extrem zugelegt. Und wenn ich jetzt die Wahlkampfrhetorik von Donald Trump beobachte, ist es wesentlich passiver als früher. Also früher war es ja Mauer, Ausländer, Mexikaner, alles böse. Und mittlerweile ist er natürlich immer noch ein Stück weit konservativ und will nicht sagen rechts, aber er ist zumindest jemand auch, der sich gegen Zuwanderung unkontrolliert wehrt. Aber er weiß eben auch, dass die Hispanics und auch diejenigen, die aus Mexiko kommen, einen Großteil der Wahl mit beeinflussen, weil da eben auch einige Generationen auch schon lange in den USA leben. Das heißt, ich denke jetzt nicht, dass es den allerschlechtesten Effekt für den mexikanischen Peso haben wird. Ist ein sehr spannendes Land, kann man sehr gut investieren und weil natürlich Trump auch eine gesunde Wirtschaft braucht, wird er, glaube ich, nicht so stark in der Rhetorik auftreten wie vor 7,5 Jahren. Volkswagen, das wurde sehr gerne gewünscht. Was hältst du von der VW? Ich habe irgendwann. Generell mag ich wenig Aktien, guck du dir das mal lieber an. Also ich mag wenig deutsche Aktien, das ist jetzt nicht so mein Beritt. Ich kann aber, genau, ich kann mal hier eigentlich die Stärken der IG-Plattform mit zutage bringen, denn neben der Chartanalyse kann ich mir jetzt hier ein weiteres Tool
öffnen, nämlich Tipranks. Und hier kann ich zum Beispiel fundamentale Informationen, die ich über Reuters, du über Bloomberg, die immer noch natürlich zusätzlich ziehst. Ich mache das in meinem Börsenbrief auch immer mit Mühen. Und das kann man jetzt hier als Anleger ganz einfach, indem man neben dem Chart sich hier nochmal die fundamentalen Auswertungen anschaut. Kursziel, durchschnittliches Kursziel schaue ich mir mal gerne an. 138,78. Man ist 20,3% im Schnitt noch von diesem Kursziel entfernt. Hier sieht man auch die jeweiligen Analysten. Die haben natürlich auch was zu verlieren und hauen hier jetzt nicht irgendwelche Ziele raus. Die haben natürlich hier, das sieht man sehr schön an diesen Sternen, wie gut war die Trefferquote von den jeweiligen Kollegen. Ja, und das kann durchaus hier genutzt werden für neben der Chartanalyse durchaus auch nochmal ein eigenes Bild dazu zu bekommen. Ja, wie sieht es aus fundamentaler Sicht aus? Ich schaue mir gerne aber überwiegend die Chartanalyse an. Ja, und die VW, da ist jetzt auch nicht so mein Lieblingswert. Der Aufwärtstrend, den wir hier sehr schön sehen können seit Oktober letzten Jahres, ist weiterhin intakt. Das ist gut. Ja, man kann auch jetzt diesen Punkt mitnehmen. Ich stimme jetzt aber gerne mal zwei Punkte mit. RSI liegt über 48,5. Wir könnten auch nochmal saisonal schauen. Aber ich bin da so ein bisschen skeptischer. Also die 120 ist vielleicht so eine Marke, die ich durchaus nochmal sehe, die wir jetzt kurzfristig vielleicht nochmal anpeilen können, wenn der Markt auch euphorisch weiter nach oben hin tendiert. Ansonsten bin ich hier eher seitwärts, wenn ich mir den Chart so angucke, André und der Zuschauer. Bin ich bei dir. Wieso gibt es bei mir das Top-Rank-Symbol nicht? Das sollte bei jedem Aktienwert, bei dem es auch dann die Möglichkeit gibt, Fundamentaldaten sich anzuschauen, wird das Top-Ranks-Zeichen dastehen. Wenn es jetzt eine kleine Sala AG ist, sage ich mal, da könnte sein, dass das Logo dann da fehlt und das ist nicht absichtlich so gemacht, sondern für diesen Wert gibt es dann von Top-Ranks keine Daten. Auf jeden Fall ein richtig cooles Tool, dass ihr das kostenfrei mit integriert in der Plattform. Ist echt schön und hilft dann ja auch nochmal eine neue Perspektive mit reinzubringen. Absolut.